Englisch ergießt. Some people live for the fortune. Oh, some people live just for the fame. Sorry. Some people live for the power. Oh, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before. That lies a bar so full of the superficial. Some people want it all, yeah, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, and some just want everything. Everything means nothing, yeah, if I. Denn? Hi, ich bin der Alessandro, ich bin 30 Jahre alt und aus Karlsruhe. Du stehst wahrscheinlich ganz oft auf der Bühne neben mir. Machst du das professionell? Ich bin Lehrer, hauptberuflich, wow, und ich unterrichte auch Musik. Ja, und so nebenbei mache ich noch ein bisschen Musik, ja. Wahnsinn. Du hast 4 Buzzer. Und das, ja, das ist abgefahren. Und vor allen Dingen hast du die ersten 4 Buzzer in der Jubiläumsstaffel. Es ist das allererste Mal. Heute auch für uns total aufregend. Nicht nur für dich, auch dieser Auftritt. Für uns das allererste Mal, dass wir hier zusammen als Frauen sitzen und buzzern dürfen. In der 10-jährigen Geschichte von The Voice, und ich glaube, das können alle Coaches bestätigen, die hier in den Stühlen sitzen, gibt es wirklich selten solche Stimmen, die sofort überzeugen, die eine Range haben, die einen sofort umhaut. Und das ist ein ganz, ganz großes Fund. Es wäre eine unglaubliche Ehre, wenn du das erste Talent wärst, was zu uns in dieses Team kommt. Ja. Ist der große Knaller. Schön, dass du hier bist. Wir brennen für dich. Sandro, ich darf Sandro sagen, ja? Ja. Sandro, wenn du mir bei meinem Debüt einen Gefallen tun willst, dann kommst du in mein Team. Ohne Witz, das ist kein Witz. Ich meine, ich war ein bisschen schneller als ihr, das wollte ich so, nur so sagen. Okay. Wirklich, das sage ich ganz, ganz ehrlich, mit den Coaches bist du und bleibst du ein super, super Sänger. Ich glaube, wir würden es locker bis ins Finale schaffen. Bitte komm, mein Team. Dankeschön. Hallo, Alessandro. Hi. Ich war 2 Staffeln weg und ich vermisste The Voice of Germany. Unfucking fassbar, diese Show. Und du hast gezeigt, seit Anfang, das war 110% Gefühl und Professionalität und super, super gesungen. Es war like, okay, wow. Alessandro, das ist das Niveau, das wir erreichen wollen. Diese Show ist genau richtig für dich. Summer Rae ist das erste Mal bei The Voice of Germany und wir hätten gerne dir als unser erstes Talent. Ich denke darüber nach schon sozusagen, wie schafft man es, dass jemand wie du hier auch gewinnt. Und ich frage mich, erkennt man dich unter Hunderten?
unter Tausenden, unter Millionen. Ich glaube, das ist das, was es braucht und ich würde dir sehr, sehr gerne dabei helfen. Ich würde mich auch natürlich freuen, wenn du in mein Team kommst. Großartig. Vielen Dank. Alessandro, deine Aufgabe in dieser Show ist wirklich, dich zu verbessern. Das bieten wir an. Hallo? Marc bestimmt auch, aber wir besser. Auch. Hallo? Hallo? Guck mal, warte, guck mal. Ganz einfach, Alessandro, ganz einfach. Guck mal. Guck dir die Bärte an. Die sind müde, die sind alt, die haben das hinter sich. What? Und ich brenne so krass für dich und wirklich. Ich habe viele Songs für viele verschiedene Genres schon gemacht. Ich weiß, dass wir sofort wissen würden, okay, was für ein Stil genau. Das würde ich so gerne, so gerne mit dir machen. Wirklich, das meine ich wirklich ehrlich. Alessandro, das ist eine schwere Entscheidung. Ne? Ja. Super schwer, ja. Es ist echt gemein, was ihr hier gerade mit mir macht. Alle haben was mit dir zu tun. Weißt du, die beiden hinten, Sunray, Scarvenue, da hinten. Nico Santos ist noch schulpflichtig, du bist Lehrer. Das macht er immer. Der macht jetzt der macht uns alle fertig. Lass dich davon nicht beirren. Du hast hier auch noch Team Hani und Nani sitzen. Wir zwei tragen vielleicht aus unterschiedlichen Gründen Mütze. Und ich kann dir sagen, als Mützenträger kann man relativ weit kommen im Leben. Warte. Wenn es darum geht, Marc, ist es, ich kann, also wir können auch vieles. Wir können so einiges. Jetzt kommt die Entscheidung von mir. Jetzt muss ich. Ja. Entscheideweise. Ich find's krass. Also danke, dass ihr euch alle umgedreht habt. Das ist echt der Wahnsinn. Für mich ist das jetzt schon ein Riesenmoment. Und ich habe die ganze Zeit eigentlich schon so ein Bauchgefühl gehabt, zu wem ich gehe. Und ich würde gerne zu Yvonne und Stefanie gehen. Herzlich willkommen, Alessandro, bei The Voice of Germany. Herzlich willkommen bei Team Yvonne.